Hallo Leute, willkommen bei diesem Niche-Tutorial-Video. Ich zeige euch, wo und wie man Niche bekommt und wie man es spielt. Ja, also man kriegt es über die Webseite von Niche. Niche hat eine eigene Webseite und die heißt niche-game.com. Diese URL schreibe ich euch unten in die Infobox. Da ist nicht so viel drauf auf der Webseite. Man sieht hier diese niedlichen Nischlinge. Das ist ganz hübsch. Und dann kann man hier sehen, Buy on Steam, Buy on Humble und Buy on GOG. Und man muss aber auf alle Fälle das Steam-Programm installieren, um nie spielen zu können. Darum kann man das eigentlich gleich auch bei Steam kaufen, denke ich mal. Ich wusste das erst nicht, ich habe das bei Humble gekauft und dann musste ich doch zu Steam und dieses Steam installieren. Und dieses Steam, das hier kommt man hin, wenn man auf den Link klickt, das ist eine Internetvertriebsform für Spiele, sagt Wikipedia. Also man kann bei Steam ganz viele, viele Spiele kaufen, so ähnlich wie Origin für Sims so eine Zentrale ist, ist dieses Steam für andere Spiele eine Zentrale. Und die haben sehr, sehr viele Spiele und ich schätze mal, die meisten von euch kennen das Steam schon. Für mich war das neu, weil ich nicht so viele verschiedene Spiele spiele. Und es ist aber im Prinzip ganz einfach. Man kann das Spiel hier kaufen. Hier wird das kurz beschrieben. Und da ist so ein kleines Werbevideo dafür und so. Und dann kann man es hier in den Warenkorb legen und kaufen und sich registrieren und alles, hast du nicht gesehen, was halt so dazu gehört. Und dann kann man hier oben klicken und es gibt bestimmt auch noch andere Stellen, wo man das anklicken kann. Steam installieren. Steam ist nämlich ein Programm und das lädt man sich erstmal runter und dann installiert man das so wie üblich. Das zeige ich euch jetzt nicht alles, sonst geht dieses ganze Video nur über diese Steam-Installation und kaufen und dies und das und wir wollen ja eigentlich uns auch dem Spiel widmen. Hier ist jetzt dieses Steam-Programm mit der Niche-Seite, also ich habe hier jetzt von dem Steam auch nur dieses Niche installiert. Also man installiert sich erst die Steam und dann gibt man da seinen Produktcode an und dann wird das Niche automatisch installiert. Und man findet dieses Steam dann später, wenn man das den Computer gestartet hat, meistens da links rechts unten, also hier ganz in der Ecke vom Computer und kann dann von dort aus das Niche starten. Und man kann es aber auch, wenn man das Fenster aufmacht von dem Steam, von hier aus starten. Dann klickt man hier einfach drauf und dann startet das Spiel. Und hier kann man auch sehen, was man für Errungenschaften hat. Die werden über dieses Steam verwaltet. Also ja, ob man Zwillinge gekriegt hat, wie viele Inseln man erobert hat und ja, bei den meisten Spielen gibt es so verschiedene Errungenschaften. Und das spielt aber eigentlich nur eine Rolle, wenn man da schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist mit dem Spiel. Man kann also hier jetzt draufklicken, um das zu spielen, aber normalerweise hat man auch auf dem Desktop so ein extra Icon mit diesem kleinen Nischling da. Und da kann man auch doppelt draufklicken und dann startet das Spiel. Ja, so startet das Spiel dann. Da sieht man auch die Nischlinge so am Lagerfeuer sitzen. Und das ist der eigentliche Startbildschirm. Und hier hat man jetzt ein Menü mit Spielen, Einstellungen, Credits. Da werden bestimmte Leute gelobt, die geholfen haben. Hilfe ist nicht sehr ausgeprägt. Support kann man wohl Anfragen stellen und Spiel verlassen. Wir gehen jetzt hier mal zu Spielen. Und da gibt es 5 Speicherstände, die sind bei mir natürlich praktisch alle schon voll. Einen habe ich hier frei gemacht und normalerweise ist am Anfang alles hier so blau mit diesen Palmen und da klickt man dann drauf. So, neues Spiel und dann kann man sein Spiel irgendwie nennen. Ich nenne dieses Spiel mal Tutorial. Und dann hat man die Wahl zwischen dem Story-Modus
Na? Bist du zufrieden? Ah ja, das ist schon hier auf Story-Modus eingestellt. Da hat man hier keine weitere Auswahl. Das zeige ich euch, wenn ihr wollt, mal in einem anderen Video. Dieser Story-Modus hat so ein bisschen so eine kleine Vorgeschichte und dann lernt man, wie man so ein Nischling bewegt und so weiter und so fort. Aber da geht relativ viel Zeit verloren und ich will euch was auch über die Gene und die Mutationen erklären. Man kann hier auch den Sandkastenmodus wählen und da hat man jetzt die Wahl zwischen einfachen, mittleren, harten und Killerinseln. Und bei jedem Inseltyp hat man hier noch so unterschiedliche Arten von Inseln. Und ich finde bisher die einfachen Inseln schon schwierig genug. Ich habe ein paar von den mittleren Inseln versucht und bin bei den meisten kläglich gescheitert. Und die harten und Killerinseln habe ich gar nicht erst versucht. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer friedlichen Wiese. So, dann klickt man das an und dann kann man hier auf den Pfeil drücken. Und dann machen die einem eine Insel. Und dann muss man ein bisschen warten. Da kommt dann der Ladebildschirm und so weiter. Ja, komm, Spiel, zeig mal jetzt. Jawohl. Also, der Start ist immer mit zwei Nischlings. Nischling heißen diese kleinen Wesen, die sind so eine Mischung aus Katze und Hase vielleicht. Und hier haben wir eine hübsche Insel. Das sind, ja, das hier ist Gras, das kann man auch so abernten. Hier sind Bäume darunter, da fallen immer Nüsse runter und wenn man Nüsse knacken kann, kann man da was ernten. Und hier ist ein Fluss mit so einem kleinen Minisee und rundherum ist Meer. Und hier, das sind Absprungstellen für andere Inseln. Man kann also die Inseln wechseln. Und jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf diese Insel und auf die Nischlinge. So, also das ist immer ein Weibchen und ein Männchen. Und der Witz von diesem Spiel ist, nicht nur, dass die auf der Insel überleben, sondern dass die sich vermehren und dass man da bestimmte Eigenschaften reinzüchtet. Also man kann das einfach nur so züchten, so zum Ausprobieren, dass die gut durchkommen, also viel in der Lage sind, viel Futter zu sammeln zum Beispiel, in der Lage sind, gut zu kämpfen beispielsweise und dass sie nicht krank sind, dass sie gute Augen haben und so weiter und so fort. Oder wenn man das schon ein bisschen kennt, dann kann man auch auswählen, dass man bestimmte Sachen da reinkreuzen will. Also ich mache das mit der Wolpertinger Challenge, da sage ich, okay, die sollen Geweih haben und ich will große Ohren haben und ich will Säbelzahnzähne und so weiter und so fort. Das ist was, wenn man halt spezielle Sachen rauszüchten will. Und zum Züchten ist das ein Prinzip wie auch im echten Leben, also bei echten Tieren und auch bei den Menschen. Also die Vererbung bei diesen Nischlingen, die ist ähnlich wie bei Menschen und Tieren. Da gibt es Gene und jeder Nischling erbt immer von seinem Vater ein Gen und von seiner Mutter ein Gen. Darum sind ja auch immer zwei nötig, um sich fortzupflanzen. Und das Kind, was dabei entsteht, kriegt immer einen Teil vom Vater und einen Teil von der Mutter. Und das wird dadurch immer vermischt. Das werde ich noch ein bisschen genauer erklären. Und dadurch entstehen immer wieder unterschiedliche Wesen. Und ja, ich denke mal, bevor ich mit diesen Genen weiter ins Detail gehe, erkläre ich euch noch so ein paar kleine Grundlagen. Also ein erwachsener Nischling kann in jeder Runde, das ist nämlich ein Rundenspiel, drei Aktionsschritte machen. Die haben hier so drei Aktivitätspunkte. Hier sieht man die auch, die sind auf der Brust. Und man kann die sogar auch unterschiedlich färben, indem man hier draufklickt.
Und das kann man sich, das hat keine feste Bedeutung, sondern man kann sich dann ausdenken, okay, alle meine Nischlinge, die was mit Wasser zu tun haben, haben hier so einen blauen, so eine blaue Marke. Oder alle, die gelb sind, sollen was sammeln. Und ja, das kann man sich einfach selber ausdenken. Man kann es auch einfach nur machen, wie man es hübsch findet. Und ich werde jetzt hier einfach mal mit ihr, das ist das Weibchen, das erkennt man daran, dass die keine Haare auf dem Kopf hat. Kann man hier vielleicht besser sehen. Die hat zwar Hörner, die so runterhängen. Ich bewege jetzt gerade die Maus nicht, weil sonst bewegt die den Kopf immer mit. Und aber sie hat auf dem Kopf keine Haare. Und er, das ist das Männle, hat auf dem Kopf Haare. Und außerdem sieht man hier dieses Männlichkeitszeichen. Und bei den Weibchen sieht man auf einem rosa-lila Hintergrund ein Weiblichkeitszeichen. Daran kann man Mann und Frau unterscheiden, also an den Haaren auf dem Kopf und an diesen Zeichen. So, mit ihr mache ich jetzt einfach mal ihre drei Schritte und pflanze die mal noch nicht fort. Also, man sieht hier lauter verschiedene so blaue Dinger, die jetzt hier immer schon aufgepoppt sind, wenn ich sie angeklickt habe. Das sind die Schritte, die sie machen kann. Sie kann also, da wo Pfoten sind, kann sie hingehen. Sie kann auch ins Wasser gehen, aber wenn sie zu tief geht, kriegt sie keine Luft. Ich lasse sie jetzt mal auf dem Land gehen und ich lasse sie einfach mal hier hingehen. Und jetzt ist ein so ein Aktivitätspunkt schon erloschen. Und normalerweise würde man sie wohl weitergehen lassen, wenn man will, dass sie irgendwo hingeht. Sie kann auch Gras einsammeln. Also hier könnte sie hingehen auf dieses Feld oder sie könnte hier Gras einsammeln. Und dieses Gras, das sammelt man ein. Erstens mal, dass man besser sieht und zweitens, um Nistmaterial zu kriegen. Hier sieht man die Menge des Nistmaterials und da kriegt man 10 am Anfang mitgeliefert. Und für jedes Nest braucht man immer 10 und man muss ziemlich viel Gras sammeln, bis man auch nur ein neues Nistmaterial zusammen hat. Also die Nischlinge sind ziemlich viel am Nistmaterial sammeln, um sich Nester zu bauen, denn die kriegen ihre Babys in Nestern. Jetzt schicke ich sie nochmal hierhin und sie hat hier einen Beerenbusch gefunden. Aber sie kann mit dem Beerenbusch gar nichts mehr anfangen, weil ihre drei Punkte jetzt weg sind. Die sind verbraucht, weil ich drei Schritte gemacht habe. Dann sind die dunkel und sie macht die Augen zu und guckt runter und geht auch hier nicht mehr mit der Maus mit dem Kopf nach. Ja, und das Männle, der Kirkiro heißt der hier, der guckt noch eifrig zu, der hat noch seine drei Schritte vor sich. Den kann ich jetzt einfach mal zu diesem Beerenbusch hüpfen lassen, weil Futter sammeln ist immer gut. Jeder Nischling braucht in jeder Spielrunde eine Futtereinheit. Und wie viel man hat, sieht man hier, da wo der Apfel ist. Das heißt, man muss immer Futter sammeln, damit die dann auch genügend Futter haben. Und eine Möglichkeit, Futter zu sammeln, sind solche Beerenbüsche. Da, na, ja, doch, man sieht das jetzt schon. Ich mache das jetzt erstmal so. Jetzt sieht man den Beerenbusch richtig hübsch. Der, wenn da rosa Beeren dran sind, dann kann man da auch welche ernten, sofern man in der Lage ist, Beeren zu ernten. Aber die meisten Nischlinge können Beeren ernten. Und dann ist hier auf diesem Feld unter anderem so wie so ein angebissener Apfel oder so. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann sammelt der Beeren und hier geht der Wert hoch. Und diese Beeren, die gelten für den ganzen Stamm oder diese Futtereinheiten und werden dann automatisch jede Nacht an die alle verteilt. Man muss also nicht für jeden einzelnen Futtervorräte anlegen, sondern das geht immer für alle. So, und da hier noch was Rosanes dranhängt, lasse ich ihn nochmal Beeren sammeln. Und jetzt sind auch seine drei Schritte verbraucht. Okay,
Das ist also dieses Schrittsystem. Und es gibt dann auch, manchmal gibt es noch Symbole für Fischen, für Nussknacken, für Kämpfen, wenn eine Bärhyäne kommt, eine gefährliche, oder wenn man einen Hasen jagen will. Und das ergibt sich dann im Laufe des Spiels. Und wenn ich jetzt einen neuen Tag machen will, weil die hocken jetzt hier ewig rum, dann brauche ich jetzt auch gar nicht stressen. Ich könnte jetzt einfach weggehen und eine Pause machen, weil hier jetzt nichts passiert, während die hier einfach schlafen. Und so hier oben mache ich einen neuen Tag. Oder wenn man auf die Leertaste von der Tastatur drückt. So, jetzt ist ein neuer Tag. Sie haben wieder jeder 3 Punkte und bei den Bären ist eins nachgewachsen. Und jetzt wollen wir die sich aber vermehren lassen. Und bei der Gelegenheit gucken wir uns jetzt nochmal die Gene genauer an. Nehmen wir mal sie, die Siesre, komischer Name. Okay, hier links in dem Kreis sieht man die genaueren Infos über den Nischling, der gerade aktiv ist. Hier zum Beispiel das Alter. Die Babys haben nur hier weiß und wenn es so Kinder sind, die schon so ein Schrittchen hüpfen können, dann ist das hier weiß und wenn das hier weiß wird, dann sind das Jugendliche, die haben 2 Aktivitätspunkte und ab hier diese ganze Linie rüber sind es Erwachsene mit diesen 3 Aktivitätspunkten und jeden Tag wandert das Weiße ein Schrittchen weiter rüber. Und wenn ich hier so bin mit der Maus, dann kriege ich auch die Info, dass die Sisre 8 Tage alt ist und dass sie noch 17 Tage lebt. Und dann gibt es hier 4 Symbole. Hier, das ist so eine Zusammenfassung von dem, was sie kann. Sie kann also mit einem Schritt 3 Felder weit gehen. Das können wir hier sehen. Im Gebüsch geht es immer nur langsam, aber wo kein Gebüsch ist, sieht man, da kann sie 1, 2, 3 mit einem Schritt gehen. Sie könnte also direkt hierhin hüpfen. Hier kann sie nicht 3 weit gehen, weil da ist Wasser. Das geht dann langsamer. Und sie kann ein Feld weit schwimmen. Sie kann mit 4 Punkten kämpfen. Diese schrägen Striche sind Kampf, so wie wenn man mit einer Klaue irgendwo hinkratzt. Und sie kann deshalb relativ gut kämpfen, weil sie die Hörner hat, weil sie einen mittelgroßen Körper hat und weil sie eine Klaue hat. Die gucken wir uns hier jetzt mal an, die Klaue. So, hier, das ist ihre Klaue. Mit der kann sie kämpfen. Die kann sie aber nicht benutzen, um zu sammeln. Und dann hat sie hier diese Hörner eben. Die hat ihr Partner nicht, solche Hörner. Und es gibt auch noch Geweihe. Die stehen dann so hoch. So wie so kleine Mini-Hirschgeweihe. Und sie kann außerdem graben. Das ist hier so eine Pfote, die in die Erde reingräbt sozusagen, weil sie hier eine Schaufelpfote hat. Da sieht man, dass die Pfote ist wie so eine Schaufel. Sie hat aber keine Pfote zum Sammeln. Darum kann sie keine Beeren sammeln. Hier, wenn man da auf das Bärending fährt, sieht man, die Beere bzw. der angebissene Apfel ist orange. Das heißt, sie kann es mal versuchen, aber wahrscheinlich wird sie da nichts kriegen. Sie kriegt das Futter nur durch im Boden rumgraben und das geht auch nur an bestimmten Stellen. Da hat sie ein bisschen Schwierigkeiten. Dafür kann sie gut kämpfen. Und sie kann angeln, auch wegen ihrer Klaue. Mit der Klaue kann sie dann sozusagen so einen Fisch hauen und dann hat sie den gefangen. Und mal gucken, gibt es hier Fische? Jetzt nicht. Manchmal, wenn man Glück hat, dann gibt es hier, dann schwimmen hier so kleine Fischschwärme und dann kann man die angeln. Wenn man Angelkraft hat, was sie ja hat. Und 2 ist schon ganz gut. Und hier geht das so weiter. Man kann dann auch immer lesen, was das ist. Da oben, da kann ich jetzt nicht mit der Maus hinfahren. Da steht das dann Fruchtbarkeit.
die ist bei ihr hoch und die Immunität ist gut, die Sichtweite ist gut und so weiter und so fort. Ja, und jetzt gucken wir uns das kurz noch bei ihm an, um einen Vergleich zu kriegen. Vor allem hier diese, die oberen sind meistens besonders wichtig. Die da unten sind dann in zweiter Linie wichtig. Er kann etwas weitergehen, 4 Schritte, auch einen Schritt schwimmen. Er hat die Sammelkraft, und zwar weil er eine Seidenpfote hat und ein schnelles Bein. Und er kann aber nur mit einer Kraft kämpfen. Das heißt, beim Kämpfen ist sie ihm haushoch überlegen, wenn jetzt zum Beispiel eine Bärhyäne kommt oder wenn man einen Hasen jagen will. Und man sieht, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu ihr. Man sieht hier schon, dass sich ihre Stärke aus verschiedenen Genen zusammensetzt oder aus verschiedenen Eigenschaften und die aber sich als Gene, die vererbbar sind, irgendwie ausmachen. Und zwar eben wegen der gekrümmten Hörner, dem mittleren Körper und der Klaue. Und wo die sind, das sieht man hier, das ist dieses, so wie so eine Art gedrehte Leiter ist das. Ein kurzes Stück einer gedrehten Leiter. Und auch dieses hier soll eine gedrehte Leiter darstellen. Und so sieht die DNA bei Tieren und Menschen aus. Das ist die Erbsubstanz von uns. Und dieses Spiel ist also teilweise ein Biologiespiel, das sich an der echten Biologie von der echten Natur orientiert. Und die Grundprinzipien der Vererbung sind auch tatsächlich so wie in der echten Natur, aber ein bisschen vereinfacht. Und ja, jetzt kommen wir wieder zu dem, dass man von jedem Elternteil eins gekriegt hat. Wir kennen jetzt natürlich nicht die Eltern von Sisre, aber wir können, wenn die beiden mal ein Kind kriegen, dann kennen wir ja die Eltern, dann können wir kurz gucken, was haben sie von welchem geerbt. Und wenn sie jetzt ein Kind kriegt, dann gibt sie immer nur eine der jeder Eigenschaften weiter. Also, naja, die mittleren Ohren hat sie doppelt. Hier einmal. Oben sind immer die aktiven Sachen. Und hier unten sind die inaktiven Sachen, die sich nicht durchsetzen konnten, die von ihrer Durchsetzungskraft zu schwach sind. Das ist so ein bisschen so, wenn man jetzt ein blauäugiges Elternteil hat und ein braunäugiges Elternteil hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass alle Kinder braune Augen kriegen, weil die braunen Augen sich stärker durchsetzen als die blauen. Man spricht dann bei der echten Biologie, spricht man dann davon, dass die braunen Augen dominant sind gegenüber den blauen Augen, die nennen sich rezessiv. Und hier in dem Spiel heißt das aktiv, weil das wird dann wirklich, das sieht man an dem jeweiligen. Und dann gibt es da immer noch die inaktiven. So, die Ohren hat sie beide gleich, da spielt das keine Rolle. Aber hier, sie hat aktive gekrümmte Hörner, die sieht man ja. Und inaktiv hat sie auch noch so ein Geweih, so ein kleines Hirschgeweih. Das sieht man aber nicht. Aber das kann sie an ihre Kinder weitergeben. Das heißt, wenn sie ein Kind kriegt, dann wird eins von diesen beiden an die Kinder weitergegeben. Und wenn jetzt so ein Hirschgeweih von beiden Eltern, wo es inaktiv ist, weitergegeben wird, dann gibt es plötzlich ein Kind mit Hirschgeweih. Das geht aber nur, wenn das bei beiden ist, weil die gekrümmten Hörner sind immer stärker als das Hirschgeweih. Und die Augen, da hat sie einmal gute Augen und einmal kurzsichtig. Und die guten Augen sind aber stärker, die sind dominant und darum sind die aktiv. Und die kurzsichtigen Augen sind inaktiv, aber die kann sie weiter vererben.
Und so geht das hier weiter mit der kurzen Schnauze. Das hier ist der mittlere Körper. Und jedes dieser Gene bewirkt einige Eigenschaften. Also mit so einem mittleren Körper hat man +1 Stärke. Bei einem großen Körper wären es +2. Aber man hat auch +1 Geschwindigkeit, +1 Geräuschlosigkeit, +1 Geruchlosigkeit, +1 Hitzeresistenz und +1 Kälteresistenz. So ein mittlerer Körper ist also sozusagen gut für alles, aber für nichts speziell gut. Dann hat sie hier die Schaufelpfote, die haben wir ja schon gesehen, hier diese Pfote. Und bei den Pfoten, die sind eine Ausnahme, weil die können unterschiedlich sein und man hat ja zwei Pfoten. Das heißt, da sind immer beide aktiv. Das ist, ja, ist nicht das einzige Gen, aber eins der wenigen Gene, wo immer beide aktiv sind. Als zweites hat sie diese Klaue und diese Klaue verhilft ihr zu 2 Stärkepunkten und 2 Angelpunkten. Und eins von beiden gibt sie dann in ihre Kinder weiter. Und zwar an jedes Kind unterschiedlich. Das wird jedes Mal, so wie mit dem Würfel, zufällig wird entschieden, gibt sie nun gerade die Schaufelpfote weiter oder die Klaue. Und die Hinterläufe, da gilt immer nur eins. Die sind bei immer gleich. Man hat also nicht 2 verschiedene Hinterbeine. Und dann gibt es noch einen Schwanz und die Farben jeweils von den Augen und der Haut und alle möglichen. Hier gibt es noch verschiedene Muster. Die sind hier alle inaktiv, weil sie hat kein Muster als aktives Ding und darum sind die, wie es gemustert ist, unterschiedlich. Dann gibt es hier die Blutgerinnung und zwar ein Tropfen ist die normale Blutgerinnung. Und 3 Tropfen wäre die Bluterkrankheit. Und das spielt eine besondere Rolle, die Blutgerinnung. Das ist wie auch beim Menschen. Es ist ein beliebtes Beispiel im Biologieunterricht auch, die Blutgerinnung und die Bluterkrankheit. Nämlich diese gesunde Blutgerinnung, diese Fähigkeit dazu, die sitzt auf dem X-Chromosom, was die Frauen 2-mal haben. Und wenn eins davon normale Blutgerinnung ist, dann ist gut und es ist egal, was auf dem 2. X-Chromosom ist. Auf jeden Fall funktioniert die Blutgerinnung richtig. Und bei den Männern, die haben nur ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom. Das spielt jetzt bei dem Spiel keine große Rolle, außer eben indirekt für die Bluterkrankheit. Die haben dieses 2. nicht, die Männer. Darum ist es hier durchgestrichen. Wenn auf deren 1. X-Chromosom die Krankheit ist, die Bluterkrankheit, dann werden die Bluter krank. Und darum sind Männer auch bei dem Niche viel häufiger bluterkrank als die Weibchen, weil bei den Weibchen müssen es 2 sein, die krank sind. Und viele von den Tieren, die einem zulaufen, haben Bluterkrankheit. Und das heißt, wenn die mal irgendwie gebissen werden von einer Bärhyäne oder von einem Blutegel oder so und man stillt die Wunde nicht, dann verbluten die. Jo, hier ist noch die Fruchtbarkeit, das wird zusammengezählt und hier, das ist sozusagen ein Trick des Spiels, um zu gewährleisten, dass man nicht immer zu Geschwister untereinander beliebig kreuzen und Kinder kriegen lässt und so. Und zwar wisst ihr vielleicht auch, dass es auch bei Menschen, da ist es ja verboten, dass Geschwister heiraten und Kinder kriegen. Und das ist nicht etwa, weil das unanständig ist, das glauben nur viele heutzutage, sondern man hat es erfunden, dass das verboten ist, weil wenn Geschwister Kinder kriegen, dann werden die Kinder ganz oft behindert. Und früher in kleinen Dörfern, da
hatte man oft niemand anders zum Kinderkriegen. Und dann haben halt die Geschwister untereinander Kinder gekriegt und dann gab es viele behinderte Kinder. Und darum wurde dann irgendwann gesagt, hey, das ist verboten, dass Geschwister untereinander Kinder kriegen. Und auch wenn man Tiere züchtet, also Rennpferde oder Hunde oder Kühe oder was auch immer, dann nimmt man auch normalerweise keine Geschwister, um die untereinander zu kreuzen. Also die dürfen auch keine Kinder kriegen, weil man keine behinderten Nachkommen haben will. Und bei dem Niche Game gibt es dieses strikte Verbot nicht. Unter bestimmten Bedingungen kann man schon mit den Geschwistern Kinder kriegen, denn man hat ja jetzt erst nur zwei. Die kriegen dann vielleicht vier Kinder oder so. Und dann muss man ja weiter züchten und dann muss man eigentlich mit den Geschwistern untereinander züchten. Und damit man das aber nicht zu doll treibt, gibt es diese Immunitätsgene. Und die sollten bei einem Nischling immer verschieden sein. Also hier zum Beispiel A und B und er hat wahrscheinlich C und D, genau. Und ja, so dass man verschiedene hat und wenn die gleich sind, dann ist dieser Nischling immer krank und steckt auch seine Umgebung an. Und dann lebt er auch viel kürzer. Also der lebt nur halb so lang, so ein kranker Nischling wie ein gesunder Nischling. Und weil das irgendwie gar nicht so toll ist, versucht man das zu vermeiden. Und zwar muss man dann immer gucken, hat hier die Frau andere Immunitätsgene als der Mann, mit dem man jetzt die Kinder kriegen will. In dem Fall ist das alles prima. Das sind zwei völlig verschiedene Gruppen und darum kann da nichts passieren. Da entstehen keine kranken Kinder. Und ja, das ist der Trick des Niche Games, damit man eben nicht zu viel die Verwandten untereinander kreuzt und um es ein bisschen schwieriger zu machen auch. So, jetzt habe ich diese Gene erstmal erklärt, die Mutationen, ich glaube, die Mutationen gucken wir uns in einem Teil 2 an, wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt. Denn das ist jetzt schon sehr lang und natürlich wollen wir jetzt auch nochmal ein Kind kriegen und gucken, wie das so geworden ist. Also, wie kriegt man ein Kind? Da müssen die Nischlinge auf zwei Feldern nebeneinander sein. Und einer von beiden macht dann mit dem anderen ein Herz. Ich mache das jetzt aber so, dass ich als Männchen ein Herz mit ihr mache. So. Und wenn dann die Herzen aufsteigen, dann ist sie schwanger geworden. Und sie muss sich jetzt noch ein Nest suchen. Sie könnte jetzt einfach hier ein Nest bauen. Ich glaube, das mache ich auch mal, denn dann kann man das gut sehen. Manchmal gibt's auch so versteckt solche Dauernester, die findet man einfach, da verbraucht man kein Nistmaterial für. Aber für dieses Tutorial reicht es völlig. Wir haben jetzt hier kein Nistmaterial mehr übrig. Und ja, sie sitzt jetzt hier und wartet auf ihr Baby. Sie könnte noch was tun, zum Beispiel hier Gras absammeln. Aber ich denke mal, das lasse ich, dann kann sich das kleine Baby, wenn es ein Kind ist, da drin verstecken. Aber er könnte noch ein bisschen was tun. Er könnte noch mal Beeren sammeln. Ja. So, und jetzt machen wir einen neuen Tag. Und dann gucken wir, was für ein Baby entstanden ist. Zwillinge! Na prima, und da sieht man auch, der Zufall hat ganz unterschiedliche Zwillinge gemacht. Also jedes Kind hat von jedem Elternteil was anderes gekriegt. Also man sieht es vor allem schon an der Farbe, aber sie haben beide diese Klaue geerbt. Wir gucken uns jetzt nur mal den einen an, weil dieses Video schon sehr, sehr lang ist. Und so, was hat der? Der hat mittlere Ohren, das hat er von beiden geerbt. Und er hat hier gekrümmte Hörner inaktiv. Da gucken wir mal, das hat er, wahrscheinlich hat er die gekrümmten Hörner von der Mutter geerbt. Was hat er denn? Er hat beide
Sachen keine Hörner und sie hat, das wissen wir ja, einmal Hörner und einmal Geweih. Und das heißt, er hat jetzt vom Vater keine Hörner geerbt und von der Mutter die gekrümmten Hörner. Aber die sind schwächer, also im Vergleich zu keine Hörner. Wenn ein Gen keine Hörner ist, dann hat man halt keine Hörner. Aber er trägt das mit sich, diese gekrümmten Hörner, und kann das dann an spätere Kinder weitergeben. Was ist noch interessant? Das ist mittlerer Körper, hat er auch von beiden. Hier, die Klaue, die hat er ganz klar von der Mutter geerbt. Hier sieht man die auch schon, ganz niedlich. Und dann hat er hier ein schnelles Bein. Das hat er logischerweise vom Vater geerbt. Hier, weil der Vater, der hat ein schnelles Bein und eine Seidenpfote. Und das schnelle Bein hat er an seinen Sohn weitergegeben. Und ist sonst noch was interessant? Ja, die Immunitätsgene, da hat er von der Mutter A gekriegt und vom Vater D. Und jetzt gucken wir uns hier die kleine Schwester an. Ich schätze, wir sollten noch gucken, was dabei für Werte rausgekommen sind. Also was er kann. Hier sieht man erstmal nur eine 1, das heißt, solange er ein Kind ist, kann er nur ein Schrittchen weit gehen. Aber wenn man da in dieses Infofeld guckt, wird er später 4 Geschwindigkeit haben, nämlich wegen 1 mittlerer Körper, 1 schnelles Bein und 2 Hinterläufe sind zusammen 4. Das heißt, er wird recht flott unterwegs sein. Kann ein bisschen schwimmen, kann nur mit einer Kraft sammeln, das ist wegen seinem schnellen Bein, und hat aber 3-fache Stärke, ist also fast so stark wie die Mutter, wegen mittlerem Körper und der Klaue. Und er kann angeln, auch wegen der Klaue. Und ich schätze mal, seine Schwester ist ziemlich ähnlich. Ja, diese Werte sind genau gleich. So, was ist hier ein Unterschied? Sie hat auch die gleichen Pfoten geerbt. Das ist jetzt Zufall, das hätte auch anders sein können. Und aber sie hat eine andere Farbe gekriegt, und zwar hat sie moosbraunes Fell gemischt mit weißem Fell. Diese Fellfarbe, die ist eine Mischung. Darum ist sie so beigefarben. Und er hat rotbraunes Fell, das kommt bestimmt von der Mutter, gemischt mit schwarzem Fell. Ich nehme mal an, das ist vom Vater, ja. Der hat schwarz und weiß und darum ist er so grau. Also bei den Fellfarben wurden unterschiedliche Gene an die Kinder weitergegeben. Ja, und ich denke, ich mache jetzt mal Schluss mit dieser Folge. Wenn euch das interessiert und ich soll euch auch noch mehr erklären, zum Beispiel, wie man das mit den Mutationen einrichtet, und vielleicht können wir dann auch noch eine extra Folge machen, mit was es alles für Nahrungsquellen gibt und welche Gegner häufig sind und wie man die Insel wechselt. Und könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch sehen wollt zu diesem Thema. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!